Ein kreativer Ansatz zur Bekämpfung der Eisschmelze, der Historikerbericht der FPÖ lässt auf sich warten und die Eislady ist wieder Single, das sind unsere Themen. Aufgrund der Klimaerwärmung könnten riesige Eismassen in der Antarktis abschmelzen und das wiederum würde den Meeresspiegel dramatisch ansteigen lassen. Besonders Küstenstädte wie New York, Tokio oder Hamburg wären bedroht. Jetzt haben deutsche Forscher eine sehr ungewöhnliche mögliche Lösung vorgestellt. Sie wollen die Antarktis mit Billionen Tonnen entsalztem Meerwasser künstlich beschneien. Mithilfe der Schneemassen könnten die instabilen Gletscher in der Westantarktis stabilisiert und so der Anstieg des Meeresspiegels gebremst werden. Dafür würde man allerdings große Strommengen brauchen und die könnten nur vor Ort erzeugt werden in riesigen Windparks mit Zehntausenden Windrädern. Damit würde das einzigartige Naturreservat verloren gehen. Im Kern geht es um die Abwägung, ob wir als Menschheit die Antarktis opfern wollen, um die heute bewohnten Küstenregionen und das dort entstandene und entstehende Kulturerbe zu retten, sagen die Forscher. Die Veröffentlichung des Historikerberichts zur Geschichte der FPÖ verzögert sich weiter. Und das, obwohl schon mehr als 1000 Seiten des Endberichts stehen sollen. Ein Grund dafür dürfte fehlende Unterstützung durch unabhängige Experten sein. Es sei nämlich bisher erfolglos versucht worden, den Bericht von israelischen Wissenschaftlern fachlich anerkennen zu lassen. Die meisten Burschenschaften würden außerdem nicht mit der Kommission kooperieren wollen. Eingesetzt wurde die FPÖ-Historikerkommission im Frühjahr 2018 infolge der Liederbuch-Affäre in der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt. FaceApp ist der neue virale Trend im Internet. Es handelt sich dabei um eine Smartphone-Anwendung, mit der Nutzer Fotos von sich künstlich älter machen können. Alles harmlos? Der Fraktionschef der Demokraten im US-Senat Chuck Schumer sagt nein. Er hat sogar das FBI aufgefordert, die App zu untersuchen, denn die von Russland aus betriebene App könnte ein nationales Sicherheitsrisiko und eine Gefahr für Millionen US-Bürger darstellen, sagt Schumer. Nutzer müssen dem Unternehmen nämlich, um die App zu nützen, uneingeschränkten und unwiderruflichen Zugriff auf ihre persönlichen Fotos und Daten gewähren. Die Doppelmörderin Estibaliz C., besser bekannt als Ice Lady, ist wieder Single. 2017 war sie mit einem Mithäftling eine Beziehung eingegangen. Er war wegen schwerer Gewaltdelikte verurteilt worden. Die beiden hatten sich im Gefängnis sogar verlobt und die Hochzeit war für 2020 geplant. Jetzt steht der Mann aber unter dem Verdacht, von seiner Zelle aus mit Kinderpornos gehandelt zu haben. Er bestreitet zwar alle Vorwürfe, die Ice Lady will offenbar aber trotzdem nichts mehr von ihm wissen. Auf der Maria-Hilfer-Straße hat am vergangenen Samstag eine 25-jährige Ungarin versucht, Hundewelpen aus einem Korb zu verkaufen. Zeugen haben die Polizei alarmiert, die hat der Frau die süßen Tiere abgenommen. Die junge Frau wurde angezeigt, sie sei mit den Tieren überfordert, hat sie angegeben und hätte sie deswegen verkaufen wollen. Das war soweit das Wichtigste vom Tag. Ich hoffe, Sie kommen gut und entspannt in Richtung Wochenende und ich freue mich, dass Sie bei uns sind.